Sie sind einigen besonders großen Schnecken begegnet. Ich betone das mit dem Groß deshalb, weil man die wahre Größe der Tiere auf den ersten Blick erstmal gar nicht erkennt. Achatina, die afrikanische Riesenschnecke, auch Achatschnecke genannt, die größte Landschnecke der Welt. Ihr Haus kann bis zu 20 cm lang werden. Fini hat ja in den 2 Jahren, in denen sie in Taternas Tiergeschichten dabei ist, schon einiges erlebt, gell? Aber das hier auch noch nicht. Das sind afrikanische Riesenschnecken und wir sind hier in Singen bei Hans-Jürgen Schmielewski. Und das ist ein ganz besonderer Schneckenliebhaber. Immer mehr finden Gefallen an dem ungewöhnlichen Haustier mit Haus. Achatschnecken liegen im Trend. Wieso Schnecken? Man könnte auch Hunde züchten oder Katzen, die haben Fell, das kann man streicheln. Viele werden doch bestimmt denken, wieso ausgerechnet Schnecken? Riesenschnecken aus Afrika sind natürlich sehr speziell, aber eben auch sehr interessant. Warum sind die so interessant? Es ist entspannend, nicht so hektisch wie viele andere Tiere. Wer die Langsamkeit für sich entdeckt hat, wird sich wundern, was man an Schnecken alles beobachten kann. Hätten Sie gedacht, dass man ihnen beim Fressen zuhören kann? Ihre Raspelzunge, die sogenannte Radula, leistet sogar in der Kosmetik ungewöhnliche Dienste. Ja, das hier ist ein Prachtexemplar einer afrikanischen Riesenschnecke. Und ich bin so ein bisschen verliebt, weil es irgendwie ganz süß ist, wie die hier so an einem rummacht. Mein Hund Fini ist auch schon ganz begeistert. Und viele werden jetzt denken, die Gessler hat einen kleinen Schuss. Wie kann man sich denn so ein schleimiges Tier auf die Hand setzen? Ist doch eklig, ist überhaupt nicht eklig und sie schleimt auch gar nicht. Also im Verhältnis zu unseren europäischen Schnecken, die wir so kennen, die Weinbergschnecken, zieht die hier keine Schleimspur nach sich. Und was so ganz nett ist, die läuft hier über meine Hand und hat mit ihren kleinen Mundwerkzeugen so ein bisschen die Angewohnheit, so ein bisschen die oberste Hautschicht abzuraspeln. Das tut nicht weh, das ist irgendwie ganz lustig, fühlt sich so ein bisschen wie so ein kleines Kitzeln an. Und in Japan, da werden diese Schnecken eingesetzt für Gesichtspeelings. Also muss man sich mal vorstellen, die Frauen setzen sich dann 5, 6 dieser Schnecken ins Gesicht und dann kriegen sie ganz fein säuberlich die Hornschicht abgeraspelt. In Afrika wird Achatina als günstiger Fleischlieferant geliebt, als gefräßiger Ernteschädling gefürchtet. Weil sie einfach im Terrarium zu halten ist und sogar handsam wird, ist sie bei uns auf dem Vormarsch. Jetzt ist sie so ganz süß. Hier zum Beispiel, die ist schon seit Stunden bei mir auf der Hand und ich habe so das Gefühl, das findet die sogar gut. Kann das sein? Meine Kollegin in Holland hat eine Schnecke namens Ice-Tea, die auch jetzt schon mehrfach im holländischen Fernsehen war, von der man wirklich sagen kann, dass sie eine regelrechte Beziehung aufgebaut hat, auch zu den anderen Haustieren, nämlich zu den Hunden. Vor allen Dingen äußert sich dadurch, dass der Hund äußerst vorsichtig mit den Schnecken umgeht. Sobald die Schnecke auf dem Hund rumkriecht, ja, der Hund regelrecht in so eine Relax-Position verfällt und einfach machen lässt. Das heißt, die schmusen miteinander? Kann man wirklich so sagen. Also ich hätte es, wenn ich es jetzt nicht selber sehen würde, auch in Natura schon gesehen, bei meinen Besuchen in Holland, man würde es so rein von der Erzählung her kaum glauben. Je nach Größe müssen Schneckenfreunde bis zu mehrere hundert Euro für einen Häuschenträger zahlen. Dafür haben sie dann bis zu 6 Jahre Freude. Wie zutraulich die sind, das ist total süß. Ich will auch eine Schnecke. Die Schnecke mitnehmen? Bin zu blöd, gell? Eine Achatschnecke ist schließlich groß genug, um als Hund eifersüchtig auf sie zu sein. Ich frage es nur, was riecht er an den Schnecken? Ja, wie geht es?